Hier fragt Frau L., ich möchte eine Lebensversicherung abschließen. Wichtig ist mir dabei, dass im Insolvenzfall kein Gläubiger an das Geld kommt. Jetzt hat man mir gesagt, das geht so nicht. Stimmt das? Da muss ich sagen, teils, teils. Hängt also ein bisschen ab, was Sie da genau vorhaben. Sie schreiben ja Lebensversicherung. Dann denke ich, ist es wirklich eine Lebensversicherung, von der Sie sprechen. Dann können Sie eine Sache machen. Sie haben ja das Recht, ein Bezugsrecht festzulegen und Sie können das auch unwiderruflich machen. Dann müssen Sie bitte darauf achten, dass Sie bei der Lebensversicherung erklären, dass Sie unwiderruflich das Bezugsrecht im Erlebensfall an Ihren Partner übertragen. Dann kann auch kein Gläubiger an dieses Kapitalrecht ran, weil das nicht veränderbar ist. Das hat aber natürlich auch ein paar Konsequenzen. Denn wenn Sie dann irgendwann mal die Lebensversicherung wirklich zur Auszahlung kommt, dann bekommen nicht Sie das Geld, sondern bekommt derjenige das Geld, den Sie unwiderruflich dort eingesetzt haben. Selbst wenn er schon 10 Jahre weg ist. Und wenn die dann schon geschieden sind oder sowas, dann wird es ein bisschen problematisch. Also da sollte man sehr, sehr viel Vertrauen haben, wenn man das tut. Also es hat auch wirklich rechtliche Konsequenzen. Aber es ist natürlich gerade für die Leute, die sagen, ich baue mir eine Altersvorsorge auf und es könnte ja sein, ich will mich gerade selbstständig machen, wie hier eine Zuschauerin gefragt hat, dass das mal wirklich relevant ist. Vielleicht sollten Sie auch mal darüber nachdenken, wenn es für die, die nicht selbstständig sind oder die verheiratet sind mit jemandem, der seine Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit generiert. Denken Sie auch ein bisschen an diese Riester-Problematik, wenn die sind gar nicht verpfändbar. Und auch da ist keine Gefahr, dass im Falle einer Insolvenz ein Insolvenzverwalter rankommt. Halte ich vielleicht für den gegebenen Fall für günstiger, weil mit diesem Bezugsrecht natürlich auch die Nachteile durchaus überwiegen können. Und das wäre natürlich vielleicht nicht die Sache, die Sie letztendlich wollen.